Was geht ab, Friends? Willkommen bei einer neuen Folge von den Full Bro News. What's poppin'? My name is Max. Mein Name ist Rolf. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Full Bro News, Freunde. Alter, was gibt es diese Woche für krasse, heftige, geistesgestörte News? Es gibt auf jeden Fall einiges zu berichten, Freunde. Fangen wir an mit den Quick Games. Waren spezial. Wir haben ein internes Match geführt. Wir als Creator. Als Creative Creators. Als lustige Dudes. Gegen die. Nicht so lustigen Dudes aus dem Lager, aus dem Vertrieb drüben. Kann man ja jetzt nicht mehr so sagen, weil wir haben ja gegen die abgelost. Ursprünglich dachten wir, wir sind ja überlustig. Und die sind ja übertrieben nicht lustig. Und die kriegen wir auf jeden Fall zum Lachen. Denn wir sind gegeneinander angetreten. Das eine Team musste das andere Team zum Lachen bringen. Und wir waren eigentlich schon von vornherein so sicher, dass wir die auseinandernehmen. Dem war aber nicht so. Ja? Hochmut kommt vor dem Fall auf jeden Fall. Richtig. Du kommst da hin und denkst eigentlich, du machst jetzt was völlig Bescheuertes so und die lachen. Dann guckst du in deren Gesichter und die sind alle so. Unbedingt reinziehen. Sehr cringe, aber auch sehr lustig, muss man sagen. Ja, ja, natürlich. Reinziehen, es lohnt sich. Jetzt kommen wir mal zu anderen News. Was ist denn da passiert? Wir gehen jetzt in die Rap-Welt über. Hast du mitgekriegt, dass The Game jetzt schon seit längerem gegen Eminem stichelt und jetzt sogar einen Diss-Track gegen Eminem angekündigt hat? Ist doch nicht wahr, jetzt haut der Diss-Track gegen Eminem raus. The Game hat zu meinen Top 5 Rappern of all time gezählt. Lass mich raten, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Denn er hat diese Aussage getätigt. Hört mal hin. It's crazy that Ye did more for me in the last 2 weeks than Drake did for me my whole career. Für die Leute, die das vielleicht nicht verstanden haben, er hat gesagt, Kanye West hat in 2 Wochen Zusammenarbeit mehr für The Game getan als Dr. Dre in seiner ganzen Karriere. Weil es niemals die Hand, die dich gefüttert hat. Warte ab, The Game, wenn wir dich packen. Hey, The Game, merkt ihr das? Das ist eine Bombe. Die nächsten News. 6ix9ine ja. Kündigt sein Comeback an. Du laberst. Yo, interessiert so ziemlich keinen. Also oder? Mich auf jeden Fall nicht. Er hat auch natürlich ganz fleißig wieder auf seinem Instagram gepostet, ja, wie er da richtig gangstermäßig abgeht in der Hood. Shoot blood, kick red, X blood. Ziemlich genau so. Ja. Schauen wir mal rein. Das dürfte auch reichen, was ich dann im Internet gefunden habe. Der liebe Blake Webber, ja, ja, hier eingeblendet, ja. Checkt ihn mal auf jeden Fall aus. Der nimmt immer Videos und sehr häufig auch die Videos von 6ix9ine und vertont die neu. Der nimmt die so ein bisschen hops. Bisschen ist gut. Checkt mal diese Szene aus. Like what? What you gonna do? What? What? Who you gonna shoot? Like what? Geil, checkt ihn auf jeden Fall ab. Der hat mega interessante Videos am Start. Ey Leute, Bojan hat eine neue Single rausgehauen. Ganz genau so sieht's aus. Mit dem Herrn Anonym. Die Single heißt Beton. Ich hab sie mir schon gegeben. Hast du schon reingezogen? Das ist selbstverständlich. Wer nicht? Wer nicht? Endgeil. Wir haben ja auch mit ihm zusammen schon für die Reels-Kampagne gedreht. Genau, er war auch schon mal in einem Vlog von uns. Er war auch schon mal in einem exklusiven Interview hier bei den 4 Bro News, falls du dich recht entsinnst. Stimmt, du bist ein richtig schlauer Fuchs. Es gibt nur schlaue Füchse. Ja, Mann. Also reicht, wenn du sagst Fuchs. Auf jeden Fall, Bojan, bester Mann. Ja, ich schwör's dir. Ich feier dein Stuff. Ohne Weitermachen, so wie gehabt. Das ist jetzt mein persönliches Anliegen. Und ich möchte nur noch mal erwähnen, dass es jetzt 367 Tage her ist, dass DMX verstorben ist. Letztes Jahr am 9.04.2021. Für die jüngere Generation, die DMX vielleicht nicht so aktiv auf dem Schirm hatte, er war auch in meiner Top 5. Ist er immer noch. Der Tupac der East-Side, könnte man sagen. Die nächsten News. Die Liz. Yo. Die Liz, die war wieder am Start. Hast du gesehen? Liz war sogar sowas von am Start. Die war nämlich bei uns im 4 Bro House. Ganz genau. Ja, und hat mal wieder so ein paar Gespräche mit Engin geführt, unserem Chef. Die ist auch mal so hier durchs ganze 4 Bro House gewandert. Genau. Ey, voll die Korrekte. Ja, die war sehr chillig. So sehr menschlich. Wenn man sie auch so ein bisschen auf Instagram abcheckt und verfolgt, merkt man, die ist auch so ein bisschen locker drauf. Hier, schaut mal. Da trinkt sie einfach Blumenwasser, kann man das so sagen? Trinkt sie Blumenwasser, ehrlich jetzt? Außer Wahrheit. Das ist ja unglaublich, Alter. Ja. Hat schon auf jeden Fall so eine Schraube locker. Und solche Leute sind uns natürlich die Liebsten, ist doch ganz klar. Auf jeden Fall. Checkt auf jeden Fall auch mal unseren letzten Vlog ab. Ist sie denn da zu sehen? Ja, da ist sie so ein bisschen zu sehen. Wie sie so ein bisschen ihr Unwesen treibt. It's a human sign. Alter! Was? Was war denn in der italienischen Liga los? Ja, was war denn da los? Modena gegen Calcio, spreche ich das richtig aus? In der Nachspielzeit schießt der Torwart den Ball nach vorne über 90 Meter. Das ist ja unglaublich. Und schießt einfach ein Torwarttor. Ganz Italien stand Kopf. Check das mal aus. Fa capolino di nuovo un po' di sole sul
Prato del Modena. Occhio, occhio ribalzo, perché rimbalzo. Dentro, eh. Attenzione! Der Ball hat ja gar nicht mehr aufgehört zu fliegen, Junge. Das ist das Video der Woche. Ist es das? Ich habe sowas noch nie gesehen. Also noch nicht mal bei FIFA oder so ist mir das jemals gelungen. Ehrlich, ich habe noch nie sowas gesehen. Eine wichtige Sache, an die ich euch noch erinnern muss, ist der 20.04. der Weltbubbertstag. Und das ist der Tag, an dem unsere Vorbestellungen ausgeliefert werden. Quasi unsere Bros und Sis erreichen. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, in unserem Store, in unserer App, die beiden Bubberts-Editionen, einmal Eistee mit Drachenfruchtgeschmack und einmal unseren Fruchtsaft, unsere Premiere, mit Apfel-Maracuja-Vanille-Geschmack vorzubestellen. Dann seid ihr am 20.04. passend zum Weltbubbertstag bei euch am Start. Hey, voll geil. Bevor wir zu den Community-Fragen kommen, werfe ich jetzt einfach mal spontan was rein. Intuitiv, ja, ich habe da Bock drauf. Auf unseren Nacken sponsere ich jetzt einfach eine fette Goodie-Box von 4Bro an den aktivsten Motherfucker in den Kommentaren. Kurzer Einwand. Da gibt es so ein paar Leute, ja, die spammen einfach irgendwas rein. Wir suchen uns einen Kombi raus, der uns unterhält, den wir ganz cool finden. Genau. So, Freunde, also das heißt, bombardiert die Kommentare zu mit coolen Kommentaren. Wir suchen uns einen davon raus und derjenige wird dann mit einer fetten 4Bro-Goodiebox belohnt. Kommen das wir nun zu den Community-Fragen. So, die erste Frage kommt vom guten Dennis Bulut. Er fragt, was macht ihr in eurer Freizeit? Relativ simpel. Ich musiziere gelegentlich, male ab und zu ein paar Sachen und hauptsächlich zocke ich Apex. Apex, ja. Bum, bum, bum. Wusstest du, dass ich zu den 500 weltbesten Spielern gehöre? Wusstest du, dass ich zu den 150 schlechtesten Zockern gehöre, da? Ne, das wusste ich. Ist geil. Was mache ich in meiner Freizeit? Ich bin viel mit der Familie, gehe ab und zu zum Sport. Einmal im Monat. Ich liebe Freunde und Familie, das ist für mich das A und O. Deswegen wird das auch in der Freizeit permanent gemacht. Ich habe hier wieder eine Frage für dich, ja. Okay, okay. Shiny Fuchs unterstrich Lukas fragt, PlayStation oder Xbox? Am Anfang war ich Team Xbox, aber irgendwann bin ich übergeschwappt zu Team PlayStation. Wir haben eine PlayStation 5. Bei dir läuft, ja? Bei mir. Mary Jane ist wieder am Stacheln. Ja, sie fragt, wann kommt ein Hoodie für Frauen? Die Sweater, die wir jetzt haben, ja, die sind doch Unisex, oder nicht? Die sind Unisex. Also die tragen die Mädels bei uns ja auch. Genau. Aber was Fashion angeht, sei gespannt. Sei gespannt. Sei gespannt. Sei ganz gespannt. Nicht halten das. Naruto Uzumaki fragt, wo wohnt ihr? Wohnung, Villa oder Haus? Villa. Ich wohne in einer Mansion. Ja? In der Meta-Mansion. Ich habe noch eine. Soll ich dir sagen, welche? Ja. Dann sag ich dir jetzt. Du hast gar keine Ahnung, oder? Ich habe überhaupt keine Frage mehr da. Auf jeden Fall war das eine wunderbare Folge. Vergesst nicht, hier die Kommentare zum Explodieren zu bringen. Wir suchen uns einen von euch aus, dann kriegt derjenige oder diejenige eine fette 4Bro-Goodiebox. Also aktiv sein. Machen wir da auch die Reels rein? Da machen wir auch die Reels rein. Und da machen wir auch unsere fetten Chill, Mint und Legend Energies rein. Eistee rein und Bro-G-Boys rein. Tun einfach alles rein. Und noch mehr. Und noch mehr. Geil. Abonnieren, Glocke aktivieren, kommentieren, liken, teilen und erzählt es einfach random irgendwelchen Leuten auf der Straße, ist mir scheißegal, okay? So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal zu einer weiteren Folge von dem Quick Games. 4Bro. Phone Prank. Junge, du bist los, geh mal raus. Freunde, bis dann, Freunde. Bis zum nächsten Mal. 4Bro News. Peace out, Leute.